In dieser Lektion präsentierte ich Ihnen die Prävention im Risikokreislauf und deren Bedeutung im Katastrophenmanagement. Die Prävention ist im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung eines Raumes von essentieller Bedeutung. Dies betrifft einerseits die Naturgefahrenprozesse an sich. Man versucht, die Quellgebiete der Naturgefahren zu stabilisieren, wo immer das geht. Man versucht, die Prozessabläufe zu beeinflussen und man versucht, die potenziellen Auslaufgebiete zu schützen. Andererseits werden die potenziell betroffenen Räume identifiziert und in diesen Regionen nur bestimmte Nutzungen zugelassen. All das gehört zur Prävention. In dieser Lektion wurde aber auch verdeutlicht, dass man das klassische Katastrophenmanagement weiterentwickeln muss. In diesem Zusammenhang wird der relativ neue Ansatz des Risiko-Governance diskutiert. Dieser Ansatz ist bisher eher von konzeptioneller Natur. Eine reale Adaptierung in den operativen Bereich im Katastrophenmanagement erfolgt bisher nur stellenweise. Hier liegen noch sehr große Entwicklungspotenziale. Falls weiteres Interesse an der Risiko-Governance und dem Bezug zu Katastrophen ist, dann seien Sie herzlichst eingeladen, die kommende Lektion zum Katastrophenmanagement zu absolvieren. In einem weiteren Video wurde die Bedeutung des Unbekannten herausgestellt. Es wurden die verschiedenen Zugänge zum Unbekannten vermittelt, um final hervorzuheben, dass es trotz aller Unwägbarkeiten essentiell ist, auch das bisher Unbekannte im Risikomanagement abzubilden. In dieser Lektion wurde aber auch verdeutlicht, wie das klassische Katastrophenmanagement, oft auch synonym als Risikomanagement bezeichnet, funktioniert. Es wurden die verschiedenen Dilemmata dieses Managementansatzes aufgezeigt und es wurde hervorgehoben, dass man auch diesen Ansatz weiterentwickeln muss. Eine dieser Weiterentwicklungen ist der Risiko-Governance-Ansatz, der Ihnen im Detail in der folgenden Lektion vermittelt wird.